Guck mal, SCBB, Buch, guten Tag. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich denn da? Jetzt Maximilian Bartels, guten Tag. Du bist vom Sicherheitsunternehmen. Das ist richtig. Was kann man sich bei euch so eine Person ausleihen für Sicherheit? Eine Person für Sicherheit ausleihen, ja. Ein Sicherheitsmitarbeiter, den kann man sich ausleihen, ja, das ist richtig. Da hätte ich ganz gerne einen. Okay, für was denn? Für unseren Weihnachtsmarkt zu Hause. Ihr habt einen Weihnachtsmarkt zu Hause? Naja, offiziell ist er ja abgesagt. Und dann habt ihr zu Hause mal schnell einen aufgebaut. Wir haben jetzt nur eine Glühweinbude gemacht mit ein bisschen was zu essen. Und da muss ja einer drauf aufpassen, wenn wir schlafen. Na, das kann ich mir vorstellen. Also braucht ihr ja den Brandschutz und nicht den Sicherheitsdienst. Nee, wir brauchen einen Sicherheitsdienst, dass jemand aufpasst. Dass keiner den Glühwein wegtrinkt. Es geht um Onkel Peter. Reden wir offen miteinander. Na, aber gerne doch. Der schnäpsert ganz gerne heimlich ein. Und Mama und Papa steuern da nicht gegen? Naja, der hat einen Schlüssel zur Wohnung und wenn wir alle schlafen... Okay. Also der muss nur den Onkel Peter abwehren können, für den Fall der Fälle. Na, darf denn der Onkel Peter in die Wohnung oder gar nicht rein? Er hat einen Schlüssel. Na, aber wenn der Sicherheitsdienst da ist, dann sagt mein Kollege, Onkel Peter, du darfst hier rein oder du darfst hier nicht rein. Also das bestimmt ihr ja, ne? Ja, der darf zwar rein, aber er darf nicht schnäpsern. Der darf rein, aber der darf nicht an den Glühwein stand. Und alles andere darf er dann machen. Am besten nimmt er Pfefferspray mit, damit er gar nicht erst in Richtung Bude geht. Pfefferspray? Falls der Onkel Peter, wenn der Durst hat, dann ist er manchmal ganz schön ungehalten. So, da wissen wir schon mit umzugehen, auch ohne Pfefferspray. Ihr dürft natürlich auch nicht hier einen Sicherheitsbeamten nehmen, der gerne Glühwein trinkt. Nicht während der Arbeitszeit, das versteht sich von selber. Also wenn ihr einen Sicherheitsbeamten habt oder einen Sicherheitsmitarbeiter habt, der pro Nacht nicht mehr als ein Fass wegtrinkt, dann ist es okay. Okay, also die Bezahlung ist dann ein Fass Glühwein, was er dann nach Feierabend trinken darf. Ja. Das müsst du dann klären mit dem. Vielleicht lässt er dir ein bisschen was übrig, hast du auch was. Also pass auf, ich gebe dir die Nummer von ihr. Pass auf, mein Papa arbeitet hier beim Radio.